Moin Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut zu einem weiteren Part unseres Let's Plays Ratchet & Clank Tools of Destruction. Wir sind immer noch hier beim Entern der Piratenschiffchen und deren Basis. Wir müssen erstmal eine Runde dancen. Nur ein Pirat kommt an diesen Türen vorbei, Junge. Verschwinde. Verschwinde. Ja, ich wollte eigentlich gerade drei drücken, weil Dingens, dass es gleichzeitig auch diese Interaktion ist, ist natürlich ein bisschen unangenehm. Ich hab dir schon mal gesagt. Tut mir leid. Ich dachte, du wärst dieses Fellknäuel, das hier herumgeschnüffelt hat. Tanz den Chick und du darfst passieren. Wow. Okay, ich denke mal, diese Kommunikation kam nur, weil ich vorhin als Ratchet tatsächlich da aufgekreuzt war. Cool. Schwing die Hüften. Let's go. Nach oben. Zu deiner Linken. Nach oben. Zu deiner Rechten. Nach oben. Zu deiner Linken. Schwing die Hüften. Nach oben! Zu deiner Linken! Zu deiner Linken! Schwing die Hüften! Yeah! Cool! So, da ist wieder einer mit so einem Teil. Alles klar, da kriegt es wieder mit den Giftschwarmen zu tun. Ja, komm, Alpha-Spalter, let's go! Wird schon. Sieht eigentlich munitionstechnisch aus. Wäre cool, wenn ich hier so einen Händler hätte. Oh, kann es sein, dass wir hier demnächst den Bosskampf kriegen? Eine Mr. Zugang-Kapsel eingesammelt. Oh, cool. Ja! Sehr schön, sehr schön. Oh, ich habe keine Munition mehr. Das ist bei dieser Waffe echt unangenehm. Oh, ich muss gleich nochmal eine Runde tanzen. Und hier ist ein Magnetfeld. Naja, der Boxzerstörer ist jetzt nicht der Oberhammer. Willkommen. So, schauen wir uns doch erstmal hier oben ein bisschen um. Da wird es doch bestimmt irgendwelche Geheimnisse geben. Mal schauen. Ja, okay. Oh. Dachte, das wäre so eine Box, die ich jetzt einsammeln könnte. Oh, wow. Oh, Glück gehabt. Na gut. Kreiselrad? Okay. Geh mal durch. Aber warte mal, wo führt mich das Ding jetzt hin? Bin ich dann überhaupt noch? Na, okay, wir schauen mal. Oh, Gold Bolt. Cool. Okay, es hat sich gelohnt. Hat sich einfach gelohnt. GG. Moin. Hi, Kumpane. Tanz den Jig und feiere dein Piratendasein. Na dann, let's go. Nach oben! Zu deiner Linken! Nach oben! Schwing die Hüften! Nach oben! Zu deiner Rechten! Nach oben! Schwing die Hüften! Nach oben! Ach oben! Nach oben! Zu deiner Linken! Nach oben! Schwing die Hüften! Cool! Es wäre besser, du würdest hier nicht aufmucken, Kleiner. Vielleicht gehört dir eingebläut, dass man sich vor Piraten scheut. Der war gut, Captain. Das reimt sich ja. Klappe. Ich. Ei, Captain, bin schon still. Macht euch bereit zur großen Schlacht. Jetzt wird der Lombax eingemacht. Na dann. Schieß auf Slacks blaue Raketen, um sie zu zerstören. Das Geheimnis der Lombaxe bleibt bei den Piraten, meine Mannschaft. Und ich habe große Probleme.
denke mal, hier werde ich mal mit ein bisschen anderen Waffen rangehen. Obwohl, mal gucken. Was geht denn hier so? Oh! Wow, was sind denn das für komische Kreisel? Seltsam. Okay. Das Ganze nochmal. Blaue Raketen, um sie zu zerstören. Jemals eine Piraten die Hand geschüttelt, mein Junge? Tja, dies ist eine Chance. Aber das sind doch keine Raketen, oder was? Das nenne ich einen flachen Lombax. Gut gemacht, Captain. Oder? Ha. Aber das geht dann wahrscheinlich nur mit dieser Waffe. Oh, dann auch nicht mal wirklich stabil. Oh je, das wird ein nerviger Kampf. Captain, du lässt ihn gewinnen. Okay, nächste Phase. Immer noch. Wie weh. Tja, dagegen müssen wir etwas unternehmen. Jungs! Der Captain braucht Hilfe. Spieß die räudige Ratte auf. Okay, mehr Leben. Komm, mein Junge. Hol dir schon deinen Dimensionator. Oh, jetzt kommt der Hammer. Oh, jetzt kommt der Oberhammer. Okay, lass mal tanzen hier. Mal gucken. Wie sieht's denn bei dir aus? Plonk. Oh, wow. Habe ich jetzt aus Versehen meine Dinger kaputt gemacht? Jetzt. Warum ja, alles, was du willst, rein und zerschneidet diese scheußliche Kreatur. Ihr habt die Höhe, ihr räudigen Gauner. Fangt an zu schneiden. So. Unsportlich, unsportlich. Oh. Okay, 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 okay. Du au. Du magst es, Felk, neue Liebe zu tun. Oh je, das wird jetzt nervig. Oh je, oh je, oh je. Komm gefälligst rein und hilf uns, du räudige Krake. Entschuldigung, Captain, aber leite deine Anfrage lieber an die zuständige Abteilung. Ich lass dich am Leben, kleines Herz. Natürlich, bist du zu konnten. Noch ein Glückstreffer. Keine Sorge, jetzt gibt's keine Kommen mehr. Oh, jetzt muss er erstmal einschlürfen. Cool, cool, cool. Ah, oh, Flammenwerfer. So, Captains. Autschen? Autsch! Alter, das Ding ist nervig. Okay. Weißt du nicht, was? Ich bin Captain Slack. Okay, warum? Es gehört mehr dazu, um den alten Slack ins Grab zu schicken. Naja, okay. Oh, das sind keine Raketen, wie das immer angetriggert wurde. Keine Ahnung, was das für Teile sind. Ach, Boomerangs. Was? Gerade die Zoni gehört. Aber was war jetzt hier los? Kein Plan. Es wäre schön, wenn hier irgendwas passieren würde. Au. Oh wow, ey, Kamera, das war mal wieder der Oberknaller. So, wie sieht's denn aus? Egelbombe, let's go, gib mir Energie. Sehr schön. So, den Schwarm einsetzen. Was setze ich später ein? Ah, ich habe sonst eigentlich nicht so die Oberknallerwaffen hier. Kommen. Du hast Mut, aber er fehlt die Macht.
Ey, ich bin doch gesprungen. Eieieiei. Oh ja, genau. Mm. Ah, der Kampf ist schon etwas nervig. Oh. Ey, was? Ja, wohin führt ihr mich? Ich mach ja gar nichts. Ihr könnt mich führen. Ja, wohin führt ihr mich? Ihr macht nichts. Das wäre schön, wenn ihr irgendwas machen würdet. Oh, Egelbombe, let's go. Lächerliche Kreatur. Gib es auf. Der Dimensionator gehört mir. Okay, cool. Das läuft ja wenigstens schon mal. Pete, komm gefälligst rein und hilf uns, du räudige Krake. Entschuldigung, Captain, aber leite deine Anfrage lieber an die zuständige Abteilung weiter. Jetzt. So, wo ist Mr. Zuckorn? Hier. Und wir brauchen nochmal eine Runde Disco. Oh, nett. Hat das doch noch geschafft. Komm, geh kaputt. Plasma-Pirscher, let's go! Oh, oh. Ein Volltreffer! Blattschutzkissen! Er ist klassisch. Okay. Ah. Oh, das Ende ist jetzt nah. Oh, es ist Harvey. Ein helles Licht am Ende des dunklen Tunnels. Oh, Frauenzimmer, soweit das Auge reicht. Jede mit einem Glas Rum und einem Lächeln für den alten Slag. Leb wohl, grausame Galaxie. Lebe wohl. Captain? Captain? Nein! Warum? Warum? Bist du ja unser neuer Captain, der Brusthohler einen eingängigen Piratennamen? Der gefürchtete Richard vielleicht. Was? Ich bin euer neuer Captain? Ei, so lautet der Kodex. Danke. Ich nehme lieber den Dimensionator. Kiste? Ratchet, wir dürfen ihn kein einziges Mal benutzen. Er ist zu gefährlich. Schon klar. Die Lombaxe haben ja noch nie was Nützliches erfunden. Es ist nicht logisch, das Gerät zu benutzen, weil wir die Gefahr kennen. Welche Gefahr? Weißt du, seit dem Raketenschlitten bist du nur noch eine tierische Nerv... Was machst du denn hier? Dem Universum beweisen, dass ich ein Superheld bin. Ich bin auch Strumpfhosenvertreter, aber hauptsächlich mache ich das Superheldending. Quark, leg den Dimensionator hin. Jetzt soll mein Name endgültig in die Annalen der galaktischen Geschichte eingehen, weil ich diese teuflische Vorrichtung in ein schwarzes Loch werfe. Keine Sorge, Captain. Das Schiff nimmt Kurs auf den nächstgelegenen Planeten. Welcher Planet ist das? Der Heimatplanet der Kragmitenketten. Rum! Okay, das kann nicht gut gehen. Ich kann die Koordinaten zum Kragmitenplaneten downloaden, wenn ich Kronks Funkeinheit anzapfe. Los, sag ihnen, wir treffen uns vor der Stratosphäre des Planeten. Na los, wir müssen zurück zu Aphelion. Okay, so, wir sind jetzt selber Piraten-Captain geworden. Finde ich cool. Quark, dass du das Ding zerlegen möchtest, in allen Ehren, aber das kann auch nicht gut gehen. Der Leck war auch wieder etwas scary. So, was haben wir hier? Du hast den Schatzkartomat erhalten. Dieses tolle Gerät enthüllt alle versteckten Bereiche und Goldbowls. Oh! Unentbehrlich für den modernen Piraten. Koordinaten des Planeten Ripor erhalten. Ripor? Okay. Cool, cool, cool. Cool. Uff. Wir haben den Kartomat bekommen. Ja, GG. Eieieiei. Okay. Okay, okay. Ich sehe schon. Wir müssen da lang. Und da runter. Ach, da drüben ist es ja schon. Cool. Ah, das finde ich cool. Das heißt, wir könnten
theoretisch jetzt schon anfangen mit Backtracking. Ist nur die Frage, haben wir schon alle Geräte, um alles machen zu können? Das ist nämlich die große Frage. Ich würde einfach mal ganz kurz ins Menü nachschauen. Zu sehen, was wir im Inventar haben. Ja, eine Sache fehlt noch, aber das hier sind ja sowieso generell... Obwohl, Kreiselrad. Also eine Sache fehlt noch. Apparate haben wir alle. Also... Ja gut, Geräte ist okay. Also rein theoretisch könnten wir schon anfangen mit Backtracking. Schreit ja schon förmlich danach. Okay, aber wo komme ich jetzt hier weg? Ah, da sind noch ein paar hübsche Kisten. Lecker Geld! Wir sind jetzt selbst Piraten, Captain. Juhu, wir haben es geschafft. Das nenne ich auch mal einen Karrieresprung. Aber diese Dinger werden nicht markiert. Amigo. Jemand hat mir gezwitschert, dass du weitere Holoplanteile gefunden hast. Gute Arbeit. Vergiss ja nicht, zu mir zu kommen, wenn du alle hast. Wenn ich sie alle habe. Ja, das ist die große Frage. Wann habe ich sie alle? Kann man das irgendwo einsehen? Hallo? Missionen. Oh, wow. Ah, okay. Schnellwahl, das werde ich später nochmal anpassen. Waffentechnisch sind wir auch schon relativ weit. Ah, hier, da ist das Teil, was wir brauchen. Okay. Naja, gut. Sieht noch nach einer Menge Teile aus. Aber sieht auch so aus, als würde der Kartomat das nicht... Oh, zeigen? Ich dachte, ich bin jetzt auf eurer Seite. Okay, die haben es wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Naja, ist okay. Ist okay. Ich würde ganz gern jetzt irgendwie hier weg. Okay. So, zum Schiff. Ich würde sagen, wir machen erstmal Story noch ein bisschen weiter. Und ja, schauen dann zum Schluss dann bezüglich möglicher Dinge. Oh, wir haben hier einen Sektor, zwei, drei. Ich kann mir vorstellen, dass es noch einen vierten Sektor geben wird. Okay, dann gehen wir erstmal rüber zu Planet Ripor. Den Kragmitenruinen. Ripor war einst das Zentrum des großen Kragmiten-Imperiums. Auf dem Höhepunkt der Macht ihres Imperators löschten die Kragmiten über ein Dutzend Völker aus und dezimierten zahllose andere. Im Vergleich dazu ist das Imperium von Percival Tarkion nur ein schwacher Abklatsch der unbesiegbaren Macht, die die Kragmiten einst besaßen. Okay. Okay, man sieht es zumindest hier in der Übersicht, ob man die Teile schon gesammelt hat. Okay, okay, okay. Na gut. Hilft dir auch schon mal. Und wir sind ja mal weiter. Die Kragmitenruinen. Dann geht's wohl nur auf die harte Tour. Kronk, Cypher, bereit machen für Halosprung. Alles klar, Kleiner, los geht's! Okay. Oh, wird das wieder so ein Kampf? Genau jetzt. Was passiert genau jetzt, du Horrochse? Ratchet, wir müssen den Dimensionator vor Tachyon finden. Hoffentlich war dein Freund nicht so blöd, damit auf Reaper herumzulaufen. Ja, das ist die gute Frage. Was hat Quark mal wieder gemacht? Ich scanne alle Drophyden-Kanäle. Wenn wir Quark finden, finden wir auch... Oh, hallo, Großer.
Okay. Das Problem ist, dass wir genau jetzt wieder so einen doofen Kampf haben, sodass wir ganz viel Zeit überziehen dürfen. Klasse. Und Version 5. Glückwunsch! Du hast auf die Alpha-Kanone aufgerüstet. Der Energiestrahl deiner Waffe explodiert jetzt bei Kontakt mit einem Feind. Okay. Als ob die Waffe nicht ohnehin schon gut mächtig ist jetzt. Aber okay, cool, nehmen wir an. Problem ist, ich hätte gern mal wieder eine Rüstung. So, wie sieht's denn jetzt generell aus? Level 5? Okay, das hier ist doch auf Level 2. Das müssen wir auch noch irgendwie leveln, das wäre ganz gut. Kann nur zwei da hinfliegen. Und schon die nächste Masse. Donk. Okay, wie sieht's aus? Erstmal Munition, genau. Wir haben Zeit, wir sollten das nutzen. Oh, da kommt schon wieder der nächste Albtraum. Cool. Das Ding hält natürlich einiges was aus. Also, ja, das war klar. Haben wir sonst noch eine Waffe, die noch irgendwie hochgestuft werden muss? Ja, gut, den hier. Aber gegen den großen? Das wird doch nichts. Nee, vergiss es. Wow! Okay, gegen den... Oh, oh. Das ist eine ganz doofe Position. Okay. Ja. Hier brauchen wir ein paar härtere Bandagen. Oh, Hallöchen. Grüßt euch. Naja, nee. Feuerwehr-Einsatz brauchen wir hier nicht. Tja, was tut man hier nicht alles, um die Waffe zu leveln, ne? Ja, so viel dazu. Das Gute ist, wir haben hier direkt auch einen Händler. Ich würde gerne Schluss machen langsam. Ah, es schreit schon wieder förmlich danach, dass wir gleich nochmal einen Part aufnehmen. Ja, dann ist das so. Eigentlich ist meine Erstellung der Content so ein bisschen entspannter, aber diesmal muss ich ein bisschen mehr durchziehen anscheinend. Aber ist eben so. Da steckt eben nicht immer da drin. Ratchet, hast du das gehört? Er ist irgendwo in der Festung. Wenn wir diese Geschützstation erobern, könnten wir damit das Kraftfeld ausschalten. Ja gut, aber wie geht's rein? Komm schon, wir müssen weiter, bevor Verstärkung eintrifft. Wäre schön, wenn es mal weitergehen würde. Oh! Oh! Alright. Oh, komm schon. Da, als ob der geplant hat, dass ich da hinspringe. Okay. Mein Vorteil? Ich kann mich hier jederzeit heilen. Wir müssen diesen Außenposten neutralisieren. Kronk, kümmere dich um das Kraftfeld. Gut gemacht, Mr. Alvin. Das ist natürlich die Frage. Kommen jetzt noch mal Gegner? Bringt das bereit. In Deckung. Okay, es geht jetzt gleich in diese Richtung. So scheint es zumindest.
will. Okay. Aber hier haben wir doch eine super Position, um den Part zu beenden. Leute, ich danke wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.